Die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anderes ihn retten wird. Wir als pädagogische Fachkräfte stehen mit in dieser gesellschaftlichen Verantwortung, heranwachsende Generationen für ihre Welt von morgen zu sensibilisieren. Nachhaltiges Denken und Handeln, das umfasst Wissen, Werte, Verhaltensweisen und Lebensstile für eine lebenswerte Zukunft und für positive gesellschaftliche Veränderungen. Wie wirkt sich das eigene Handeln auf die Welt von morgen aus? Mach dir bewusst, mein Handeln hat Konsequenzen. Ich kann etwas tun, um die Welt ein Stück zu verbessern. Nachhaltig handeln bedeutet, nicht auf Kosten anderer Menschen und zukünftiger Generationen zu leben. Und das in wirtschaftlichem, sozialen und ökologischem Sinne. Nachhaltiges Handeln ist also ein ökologisch und sozial bewusstes Ernährungs-, Bewegungs- und Mobilitätsverhalten, verbunden mit einem sorgsamen Umgang mit Energien und Ressourcen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir nur so viel Holz schlagen würden, wie tatsächlich nachwachsen kann? Wie wäre es, wenn es keine Lebensmittelverschwendung gäbe? Wie wäre es, wenn wir alle Plastikmüll vermeiden würden und beginnen, den Müll richtig zu trennen? Oder öfter mal das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen würden? Das alles und noch viel mehr beschreibt Nachhaltigkeit. Denn wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern.